Ja, da sind wir wieder. Medizinische Physik, heute geht es mal um das Thema Beschleunigung. Beschleunigung. Gleich mal zur Formel, die sagt eigentlich viel aus. A, Acceleration, ist gleich V wie Velocity, die Geschwindigkeit, divided through time, also geteilt durch die Zeit. Daher kommen auch die Symbole, meist Englisch. Wir müssen uns ein kleines bisschen mit Mathematik beschäftigen, denn es sagt wirklich viel aus. Guckt euch mal Folgendes an. Woher kommt denn die Einheit? Die Einheit heißt Meter pro Quadratsekunde. Ganz einfach. Wenn ich sage, A ist V durch T, ne, wie hier die grundsätzliche Formel ist, und ich V aber als S durch T, also Weg durch Zeit, hier einsetze, hier ist dieses S durch T. Statt des Vs schreibe ich hier S durch T. Das schwarze T ist das alte T. Das brauche ich ja noch aus der originalen Formel. Dann kann ich sagen, okay, dann ist das S durch T mal T. T mal T ist aber T Quadrat. Und wenn ich hier Sekunde mal Sekunde einsetze, kommt Sekunde Quadrat raus. Meter, ne, Meter pro Quadratsekunde. Man nimmt eigentlich nicht Kilometer pro Quadratsekunde oder Zentimeter pro Quadratsekunde. Das ist die typische Einheit für Beschleunigungen. Ein ganz typisches Beispiel für eine Beschleunigung ist zum Beispiel unsere Erdbeschleunigung. Da seht ihr meistens G. Normalerweise heißt es ja A. Ne, Acceleration. Aber zu Ehren des großen Galilei hat man G gesagt. Manchmal schreibt man auch AG. Also die Erdbeschleunigung und die ist nun mal konstant. Ich komme gleich auf konstant. Die ist konstant. Aber, na, will das nicht. Aber, ach egal, dann mache ich es anders. Ich möchte mal darauf eingehen, unsere Erde ist eigentlich ein wenig eierig. Also die dreht sich zwar schön und ist von Weitem gesehen, wenn man nicht genau hinguckt, eine Kugel, aber der Durchmesser von hier bis hier, beziehungsweise der äquatoriale Durchmesser, der ist tatsächlich um 0,3% weniger hier. Also am Nordpol, vom Nordpol zum Südpol ist weniger. Das bedeutet aber, dass ich, wenn ich auf dem Äquator stehe, Moment, das muss erst noch weg. Na, so. Wenn ich auf dem Äquator stehe, also nehmen wir an, ich stehe hier rum, dann werde ich, weil hier mehr Masse ist, wegen des großen Durchmessers, etwas mehr angezogen. Das heißt, wenn ich da eine normale Waage habe, eine Federwaage, dann bin ich tatsächlich wirklich etwas schwerer, als wenn ich hier stünde. Das ist aber wirklich lächerlich wenig. Jetzt nicht 0,3%, das hat was mit dem Volumen zu tun und das wächst nun mal kubisch. Aber trotzdem, das ist unwichtig. Also, konstant bedeutet aber, wenn ich von hier oben mit dem, aus dem Flugzeug springe und mit dem Fallschirm runterfalle, dann wirkt die gleiche Erdbeschleunigung wegen der Anziehungskraft gleichmäßig, also konstant auf mich. Das heißt, das gleiche würde am Äquator passieren. Davon jetzt mal abgesehen. Nochmal zu konstant und nicht konstant. Konstant, wenn A konstant ist, die Acceleration, dann heißt das gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Es gibt eine geradlinige, gleichmäßig beschleunigte Bewegung und so weiter und so fort. Es gibt auch eine kreisförmige, gleichmäßig und so weiter. Die andere, das Gegenteil, ist ungleichmäßig beschleunigte Bewegung. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich habe mal die unterlegte hier, die grün unterlegte, gleichmäßig beschleunigte Bewegung so dargestellt. Da ist die Beschleunigung, und Beschleunigung heißt nichts anderes, etwas schneller machen, ist die konstant. Die ist einfach da. Jetzt denkt man, wieso? Die Geschwindigkeit nimmt doch gar nicht zu. Nee, die ist gleichmäßig für einen bestimmten Wert vorhanden. Oder hier oben, ne? In der Phase. Wenn sie sich aber ändert, die Beschleunigung, dann habe ich keine gleichmäßig beschleunigte Bewegung mehr. Das ist in diesen roten Strecken der Fall. Deswegen habe ich das auch mit rot gemalt. Beispiel, wir fahren mit dem Auto. Ich steige aufs Gas und drücke immer mehr aufs Gas. Dann wird die Beschleunigung wachsen. Dann halte ich das Gas und das Auto wird trotzdem schneller. Und dann gebe ich nochmal sanft etwas bisschen mehr Gas dazu und nehme das sanft wieder zurück. Daher kommen diese kurvenförmigen Verläufe. Wenn ich konstant auf dem Gas stehe, bis zu einer bestimmten Beschleunigung, dann ergibt es eine Gerade. Mag jetzt verwirrend erscheinen, ist aber typisch für eine ungleichmäßige beschleunigte Bewegung. Also immer wenn es nicht gerade gleichmäßig und zwar so läuft. Dieses untere Diagramm, das hat jetzt mit dem hier oben nichts zu tun.
Ich habe jetzt mal hier, Achtung, das ist V, deswegen habe ich es auch in anderer Farbe gemacht. Wenn ich eine bestimmte Geschwindigkeit fahre, gleichmäßig 50 zum Beispiel im Ort, und ich muss bremsen, dann gehe ich natürlich sanft auf die Bremse und okay, der Radfahrer ist vorüber, ich musste nicht mal richtig anhalten, kann wieder Beschleunigung, habe dann eine 70er Strecke, muss relativ scharf bremsen, muss bis zum Stillstand kommen, weil vielleicht war ein Stau in der Stadt, was weiß ich. Und kann dann wieder weiterfahren und so weiter. Ja, wie kriege ich aber hier aus diesem Ding die Beschleunigung raus? Das ist wieder leicht. Ich werde übrigens hier oben immer links erscheinen lassen, die dann das Thema, was ich gerade berede, hier nochmal etwas ausführlich behandeln. Ihr könnt ruhig draufklicken, dieses Video hier bleibt stehen. Also wie kann ich das ermitteln? Indem ich Tangenten anlege, das kennt ihr wahrscheinlich noch. Und Tangenten anlegen heißt, der Anstieg, der Geschwindigkeitsanstieg, ist aber die Beschleunigung selber. Mal ganz kurz ausgedrückt, mathematisch. A ist also die erste Ableitung von T, bezogen auf V. Ein anderer Ausdruck ist, wenn ihr es mal seht, dV durch dT. Also nochmal, ich kann den Anstieg ermitteln, indem ich die erste Ableitung bilde. Aus der Geschwindigkeitsformel. Wie das dann geht, wie gesagt, hier oben immer auf die Links achten. Und jetzt noch zum Schluss folgendes Beispiel. Wenn V also konstant gleichmäßig, ich fahre also konstant gleichmäßig mit 50, habe einen Tempomaten sogar eingestellt und es ist eine glatte Strecke, es kann nichts passieren, dann passiert Folgendes, dann werde ich auch nicht beschleunigt. Demzufolge ist der Anstieg, also die Beschleunigung, 0 in solchen Phasen. Oder hier, wenn ich hier die ganze Zeit stehe, ne? Wenn ich hier stehe, habe ich keine Beschleunigung, also ist der Anstieg der Geschwindigkeit nicht da, der ist 0. Okay. Demzufolge ist auch die Beschleunigung 0. Gut, jetzt habe ich hier noch ein bisschen erzählt. Zum Schluss werden noch mal weiterführende Links erscheinen. Ich hoffe, es hilft. Und ich würde mich übrigens auch mal über einen Daumen freuen. Ich mache es ja umsonst und hoffe, dass ihr euch freut. Tschüss!